Hallo da draußen, mein Name ist Mari Meuer, ich bin 20 Jahre alt und möchte heute meinen Beitrag zu Die Gitarre lebt leisten. Grüße an dich, Hannes, und ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Zunächst einmal, Musik begleitet schon mein ganzes Leben, sei es jetzt hier mit den Kopfhörern oder sei es damals in der Schule. Nur leider hatten wir damals nur Keyboards gehabt und so war das erste Instrument, was ich gespielt habe, Klavier. So hat im Prinzip mein Musikleben erstmal angefangen. Damals habe ich ganz oft schon bei Werde Musiker ein 10-Minuten-Video von Thomas Waschbach gesehen. 10 Minuten Klavier lernen, was mich unglaublich inspiriert hat. Grüße an dich, Thomas. Und naja, ich habe mir dann irgendwann gedacht so, ja, jetzt habe ich schon viele Tutorials mir angeschaut. Jetzt wird das langsam ein bisschen monoton. Und ja, das Klavier wurde dann vielleicht nicht langweilig, ich spiele es heute noch gern, aber es war halt nichts mehr Neues. Natürlich hat das Ganze dann irgendwann mir nicht mehr so gereicht und ich griff auf ein altes PS1-Spiel zurück, was Music hieß. Vielleicht kennt das der ein oder andere, ist nichts Besonderes. Man hat einfach seine eigene Musik dort kreieren können, bis dann ein Kumpel von mir gesagt hat, hey, probier dich doch mal beim Music Maker aus. Ich habe mir dann so gedacht, ja, Music Maker, ist das nicht vielleicht ein bisschen, ja, das was für Anfänger und für Noobs, wie man so heutzutage sagt. Aber als ich es dann mal getestet habe, ja, man konnte schon richtig Schönes damit eigentlich kreieren. Aber wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, hat das auch nicht gereicht. Also musste irgendetwas Neues her. Und da stieß ich zufälligerweise auf Videos von euch zweien. Nämlich von dir, Hannes, und von dir, Thomas. Ihr habt damals Videos gemacht, wie ihr einfach immer in den Music Store gegangen seid und ein paar Gitarren und Klaviere angetestet habt. Das hat mich damals schon fasziniert und ich wollte damals schon zum Music Store. Nur leider kein Geld gehabt. Nichtsdestotrotz hat mich damals schon dann so ein bisschen die Gitarre schon fasziniert. Bis ich dann aber auf das endgültige Video stieß, nämlich als ihr zwei zusammen gespielt habt. Ihr hattet damals ein, ich weiß nicht, ist schon mehrere Jahre her, ein Video gehabt, wo ihr zu zweit gespielt habt. Sprich Thomas auf dem Klavier und du, Hannes, auf der Gitarre. Ich habe mir dann so gedacht, boah, das klingt mega. Vor allem die Gitarre. Und dann, ja, hatte ich schon so ein bisschen Interesse für die Gitarre entwickelt. Leider fehlte mir das Geld und irgendwie die Motivation. Bis ich dann eines Tages auf folgendes Video stieß. So, dann wollen wir mal gucken, was es so Schönes Neues gibt. Hungry roads take me home. Okay. Okay. Jetzt bräuchte ich nur noch eine Gitarre. Ich hab's. Als ich dann das Video gesehen habe und gesehen habe, dass man das innerhalb von 10 Minuten lernen kann, habe ich mir gedacht, ja, wenn ich das doch mit dem Klavier geschafft habe, dann sollte ich das doch auch mit der Gitarre schaffen.
Problem war nur, ich bräuchte jetzt endlich eine Gitarre. Country Roads hat übrigens mich sehr inspiriert, aus folgendem Grund, weil es einfach einer der schönsten Lieder ist, die man eigentlich auf Gitarre spielen kann. Natürlich kann ich das auch auf Klavier spielen, aber ich fand es nicht so geil und es musste auf jeden Fall eine Gitarre her. Und da fiel mir ein, ich habe einen Kumpel, der 2 Gitarren zufälligerweise hat. Also habe ich ihn angerufen. Hi, grüß dich. Hier, ich habe mal eine Frage. Und zwar, ich habe ein schönes Video gesehen, was mich jetzt inspiriert hat, Gitarre zu lernen, aber ich habe keine. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast doch 2. Kannst du mir eine davon zufälligerweise leihen? Ich kann dir meine Akustikgitarre geben. Okay. Ja, das wäre perfekt. Okay, alles klar. Kann ich die dann demnächst abholen, ja? So, jetzt herkommen. Ah, wunderbar. Gut, so machen wir das. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Sack getan. Ich bekam die Gitarre und habe mich sofort hingesetzt und habe dieses Tutorial gestartet. Wie ist es gelaufen? Naja, ich habe es nicht in 10 Minuten genau geschafft, aber das Ergebnis war folgendes. Und dann haben wir jetzt einen Wechsel in den... Okay... Okay, gut, ich muss zugeben, ich bin vielleicht jetzt immer noch am Anfang. Klang vielleicht auch jetzt nicht so geil, aber ich muss sagen, es klang auf jeden Fall für den Anfang, würde ich mal sagen, gut. Sollte ich das gewinnen, wünschte ich mir auf jeden Fall eine Akustikgitarre, und zwar eine Western-Gitarre. Zum einen, weil man kann sich raussetzen, man kann die Gitarre überall mitnehmen und vor allem die Western-Gitarre klingt für meiner Meinung nach am schönsten. Und sollte es keine Western-Gitarre sein, würde ich auf jeden Fall auf die E-Gitarre mich fokussieren. Zum einen, weil es sehr viele Lieder auf der E-Gitarre gibt, die ich gerne lernen möchte. Aber auch zum anderen, weil ich einfach auch gerne den Rocksound mag. Nämlich auch Rammstein-Fan bin. Und das ist natürlich dann, glaube ich, nah, dass ich auch auf E-Gitarren stehe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und... ja, zusammengefasst, eine Gitarre lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen auch inspirieren. Und ja, wie Hannes immer so schön sagt, es gibt keinen Grund mehr, nicht Gitarre zu lernen. Macht's gut, Leute, viel Spaß noch.